Aber nur die Leute, die Glück haben, sollten fischen gehen, sonst macht das keinen Sinn. Und die, die nicht Glück haben, die kümmern sich halt um die Farm und Pflanzen. Glück, Wetterbericht. Hier, die Königin der Soßen, ich kann sogar schon. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist... Kohlsalat! Okay, war bei mir auch tatsächlich. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlberge vor? Das geht nicht nur dir so, aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hierfür benötigst du saftigen, frischen Kohl, vermische ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Also knackig und frisch. Du hast gerne mit Kohlsalat gemacht. Bei mir steht irgendwas auf Englisch halt, ne? Oh, nein, ich wollte den Fernseher nicht wegstellen. Ah, ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Ein junger Mann aus dem Sternentautal. Willkommen, willkommen. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ist bei mir auch so. Ich sehe nicht mal. Ihr könnt hier noch einen Schleimjäger-Quest annehmen, ne? Wenn ihr schon in die Mine geht. Ach ja, warte, ich gehe nochmal. Ich komme nochmal runter und nehme nochmal die Schleim-Quest. Sind 240 an. Gold, wenn er eh dorthin geht. Ich glaube, jetzt erstmal gerade ganz langsam in die Blumen, Mine rein. Ich habe mich verlaufen. Warte mal, ich glaube, ich muss hier links hin. Zierlauch, Grasbindel, Zucker. Weizenmehl. Achso, das ist was anderes. Das ist irgendwie blöd, das mit dem Handy. Dann sehe ich das gar nicht so richtig. Ich müsste das wirklich irgendwie in meinem. Siehst halt du, deswegen brauche ich deinen Bildschirm. Dann kann ich nämlich den zweiten. Bring ihn jetzt her! Gehst du einfach in Level 1 oder? Olaf, verarsch mich nicht, das ist Deutsch. Irgendwie. Was? Gehst du in Level 1 oder gehst du dein tieferes Level rein? Ich gehe gleich tiefer. Heute ist Haleys Geburtstag. Oh, der kann ich meinen Lauch schenken. Nee, das mag die nicht. Die mag Blumen, glaube ich, ganz gerne. Also es gibt ja eine Auflistung im Internet, wo die wandern. Wir wollen hier nicht Min-Max-Game, ja? Wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Ganz entspannt. Wir müssen nicht alles sofort und die erste Jahr schaffen. Die gibt uns dann Quests, wenn sie uns mag. Eben. Das ist richtig cool. Ich kann euch auch Quests geben. Ja, geh in die Mine. Ich genau. Mach jetzt erstmal das mit der Mine. Nee, ist ja schon richtig. Und vielleicht finde ich auf dem Weg ein paar Blumen. Leon, ich habe sogar noch eine Blume, fällt mir gerade ein. Wir haben doch hier noch welche gehabt. Löwenzahn. Ja, ich habe welche gelagert. Oh, sorry, das hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Soll ich ihr einen Löwenzahn schenken gehen? Ach, scheiße, ich kann ja nie so viel aufnehmen. Ich habe ja noch keine. Nein, lieber die mit den lila Haaren, oder? Ich komme zu dir. Nee, die Haley ist die mit dem Blonden, die uns ignoriert hat an der einen Ach, Stelle. Der schenke ich nix. Blöde Tussi. Hast du den Rucksack eigentlich zu kaufen im normalen Markt? Ja, im Hauptmarkt. Ach, ich Blindfisch. Direkt am Eingang geht's nach unten und ich hab's nicht gesehen. Klingt nach einem Lumi-Moment. Sag mal, willst du das jetzt als Begriff etablieren oder was ist los mit dir? Ey, ich finde, das ist ein Begriff, das muss ich nicht etablieren, ja? Es ist kein Lumi-Moment. Ich habe den ganzen Morgen mein Haar gemacht und jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Hast du sie gefunden? Ja. Das klingt nach ihr. Wo ist sie denn? In ihrem Haus. Oh, da muss ich auch gleich noch hin. Behalt sie im Auge. Soll ich jetzt den Löwenzahn schenken? Braucht ihr sowas natürlich wie Löwenzahn. Aber das gilt ja nur für dich. Heute ist mein Geburtstag und du gibst mir das? Ist das eine Art Witz? Ich sage ja blöde Tussi. Oh, okay. Löwenzahn reicht nicht. Du musst mir das schon richtig gute Blumen schenken. Irgendwie Tulpen oder sowas. Oder vielleicht ein Amethyst? Wir haben noch Amethysten, oder? Ja, ich kann nicht mehr. Müsst du machen. Oh, sorry. Dann tut mir das jetzt leid. Ja, gib mir den Löwenzahn. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ich bin vorher in etwas Ekliges getreten und ich habe diese Schuhe gerade erst gekauft. Boah, ich hasse Du wolltest Dinger, Sam haben? Nee, ich habe mich umentschieden. Ach, Hallöchen. Nur mit. Kieferfleisch. Das bringt uns... Ich habe nicht so viel Platz. Ach so. Du, mach das nicht, da kriege ich Copyright-Strikes. Deswegen? Neuer Erfolg, Fischer. Ich habe einen Blaubarsch gefangen. Oh, fuck. Okay, ich war bei meinem Ex tatsächlich stinksauer, dass er geheiratet hat bei Fable. Zum Nachhinein schäme ich mich aber etwas dafür. Ah, nein. Also das Ding war eigentlich, pass auf, wir haben es beide gespielt bei ihm. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, komm, voll schön, in dem Spiel kann man heiraten und dann können wir ja zusammen heiraten. Und dann meinte er zu mir, das war so Montag oder Dienstag und ich war am Wochenende immer bei ihm. Und dann meinte er, ja, cool, und er wartet auf mich und dann heiraten wir. Und ich so, oh, voll schön. Und dann bin ich am Wochenende zu ihm und dann sehe ich in seinem Ladebildschirm, ja, dass er schon zwei Kinder hat. Schrecklich! Und die hat er gemacht in der Woche, wo er auf mich warten wollte. Schrecklich, quasi Betrug! Ja, jetzt, oh Gott, wir haben schon 9. Scheiße.
Das war bestimmt schon in ihrem Zimmer. Jetzt finde ich nichts Schönes mehr, was ich ihr noch schnell geben kann. Och, Menno. Meinst du, jetzt sonst was Schönes gefunden? Ja. Ich wollte ihr einen Amethyst schenken. Ich glaube, ich habe nämlich noch einen. Mich mit einem Löwenzahn vorschicken und dann sagen, guck mal, Hayley, bin ich nicht toll, was ich dir mitbringe? Ich habe auch keinen. Im Gegensatz zu dem blöden Typen, der dir so einen Quatsch mitgebracht hat. So ein Löwenzahn. Amethyst. Hey, wir haben doch noch Amethysten in der Gemeinschaftstruhe. Doch. Ich wusste doch, ich habe irgendwo einen abgelegt. Schwarzbarsch, 43 cm, ey. Ich kann euch ernähren heute Abend. Spiel mal den Ernährer. Ich lieg im Bett. Gute Nacht. Nur kurz Wuffi streicheln, noch kurz knuddeln und dann schlafen wir. Tschüss. Der alte Mann ist der Letzte. Was zum Teufel machst du da? Liegst du schon in deinem Bett? Ja. Er muss noch ein bisschen müde spielen. New crafting recept, study ring. Okay. Leben vom Land gibt's heute als Sender. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Es ist Lachs. Oh cool, es ist Lachsbärenzeit. Voll nice, da müssen wir gleich mal gucken gehen. Im ganzen Land sind Büsche voller saftiger kleiner Beeren und du kannst sie einfach pflücken. Sie zu ernten ist ein großartiger Weg, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Lass uns Lachsbeeren ernten. Willkommen bei Velvix Orakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Ja. Soll ich gehen? Hi, ich verkaufe Hüte, okay? Stups, denn? Komm zu altem Haus. Ja, Stups, bring Münze. Hutmaus. Hättest du einfach in der Truhe legen können, hätte ich. Wir nehmen mal den Chat wieder. Oh ja, warte mal, ich leg's in meine Truhe. Und dann nimm bitte die Hühnerstatue auch mit, die muss zum Dings. Hallo, mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit dem Garten angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Oma Evelyn. Könntest du mir bitte noch Dings erklären? Oh, hier können wir was ernten. Ernte doch mit der Sense. Den Grünkohl können wir ernten. Aber jetzt vorsichtig, ja? Nicht, dass du hier andere Sachen kaputt machst, Lumi. Ich bezahle ja Geld dafür. Du bezahlst Geld für uns? Ja, für das Geoden aufmachen. Achso, ich dachte fürs Mitspielen. Ich dachte, wir kriegen hier Stundenlohn. Geil wär's, aber nee. Dann. Das gibt's tatsächlich in der USA. Bezahlen Eltern Coaches für ihre Kinder, um besser in Fortnite, also die Kinder besser in Fortnite werden zu lassen. What? Hm, 20 Dollar die Stunde. Was ein Schwachsinn. Also in Deutschland sind die Eltern froh, wenn die Kinder nicht so viel Fortnite spielen. Ich muss Donate to Museum machen, ne? Also ja, Museum du musst es spenden. Von heute. Von Real heute. Oh verdammt, ich habe keine Energie mehr. Ich will so viel zu Lachsbeeren sammeln gehen. Ich gehe wieder Mittagsschlaf machen, ne? Zack. Ja, ich gehe erst. Ich gehe erst mal Mittagsschlaf. Keine Lachsbeeren mehr, das hat echt keinen Wert. Also eine Wildbeere. Potato! Wildbeere. Nee, eigentlich nicht, aber ich sag wildfremden Menschen, wenn sie mir beim Entgegenkommen in die Augen gucken, hallo oder guten Tag. Und das verwirrt die Leute. Die gucken dir in die Augen und du sagst so, oh, guten Tag, mit so einem Kopfnicken und die sind völlig abgestört. Also, die gucken dich an, als wärst ein Geist. Übrigens gibt es jetzt die Hutmiauz-Katze, ne? Kann ich mir jetzt auch den Hut kaufen. Bitte was? Hutmiauz-Katze? Kennst du nicht die Hutkatze? Die ist unten rechts, unten vom Dingens her. Ja, doch. Ja. Und da kann man sich für 1000 Gold den ersten Hut kaufen. Was ist denn los? Den Strohhut? Ja, ich glaube, der Strohhut. Den ich auch hab. Strohhut Ruffy. Den ich gewonnen hab. Beim Eierfest. Den Hut. Nee, ich glaube, es ist nicht ganz der gleiche. Weil meiner ist cool, ne? Den habe ich gewonnen. Nee, deiner ist hässlich. Tippenbonus. Ne, sie kennt sich halt aus, wie man Eier findet. Das ist einfach so. Genug Eier gefunden. Oh, was ist denn das hier? Also dafür, ich rieche Eier auf 3 Meilen. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sich ja danach. Das klingt noch merkwürdiger. Robin! Ach toll. Ich bin Batman. Ich habe bis 18 Uhr offen und ich bin 18.20 Uhr da. Das ist doch unfair. Wo ist denn überhaupt Robin? Zu welchem Haus gehörten die? Robin, ist das nicht die Bau? Bau, 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 bau. Haben wir einen Forellenbarsch? Bau! Ah, shit, das mit den Monstern, man muss ja noch mit dem
kann ja auch Witze erzählen, während ich hier stehe. Und ja, hast du mal einen Witz, den du erzählen kannst? Witz? Hau raus. Ich hätte einen Witz. Okay, dann fang du an. Oh nee, das wird kein guter. Gehen drei Stotterer am Strand lang. Sehen sie eine Blondine, die oben ohne rumliegt. Sagt der eine so, mit der würde ich ganz gern mal ausgehen. Sagt der eine so, bist bekloppt. Sagt der zweite so, mit der würde ich ganz gern mal ein Eis essen gehen. Sagt der dritte, bist bekloppt. Mit der würde ich aber mal ganz gern was anderes machen. Sagt die Blondine. Die Blondine hört das und sagt dann so, wenn einer von euch dreien ein deutsches Bundesland nennen kann, ohne zu stottern, könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Sagt der erste, Baden-Württemberg. Sagt der zweite, Nordrhein-Westfalen. Sagt der dritte, Sachsen. Die kriegt einen übelst roten Kopf und dann, Anhalt. Ah, der war sogar fast lustig. Ja, fast. Fast. Jetzt mal ins Bett. Gute Nacht. So, noch schnell Wuffi kraulen. Und der geht auch. Jetzt legt sich wieder irgendjemand dazu, ungefragt. Moment, das ist eine gute Idee. Ja, Papa, ich kann jederzeit wieder aufstehen. Ich behalte dieses das Mal meine Tür. Das siehst du ja gar nicht. Dieses Mal hast du nicht gesehen, weil ich mir eine Banane geholt habe. Hofarbeit Stufe 2. Ich habe keinen Level abbekommen. Ich kann jetzt Mayonnaise herstellen und einen Sprinkler. Sehr gut. Lass uns Sprinkler bauen.